Hallöchen, liebe Leute. Heute zu einer weiteren Folge Clash Royale und heute zu der neuen Serie. Ihr habt den Titel gelesen. Ja, die Serie werde ich euch durchziehen, keine Angst. Und die Serie handelt von Zurück zur Steppe. Oder Zurück. Der Wolf sucht den Weg zurück zur Steppe. Irgendwie sowas heißt die Serie, Folge. Und um was geht's denn da? Pascal, sag's uns. Sag's uns. Ja, es geht halt um Folgendes. Das Wichtigste ist zu wissen, es gibt sehr viele unterschiedliche Decks in dieser Serie. Ich stelle euch jedes Mal ein Deck mit einer unterschiedlichen Karte vor. Dann schauen wir, ob ich den Weg zurück zur Steppe finden kann. Wie finde ich den Weg zurück zur Steppe? Das ist natürlich klar. Ich muss dann mit dem Deck, das ich mir dann baue, aus einer Karte, die drin sein muss, und dann kann ich beliebige reinbatschen, ein Deck zusammenbasteln und gegen Clanmitglieder kämpfen. Das heißt, ich bin sozusagen Abtrünniger und ich muss dann gewinnen, um einen Punkt freizuschalten oder einen Ruhm oder Punkt freizuschalten, um ihre Anerkennung zu verdienen. Es gibt so und so viele Karten. Es gibt momentan 51 Karten für mich. Das heißt, ich brauche 26 Siege. 26 Siege im Zurückkehr der zur Steppe der Wölfe oder was? Rückkehr zu Steppenwolf. Ach, mit Namen bin ich nicht so gut. Ihr seht es einfach am Titel. Das ist die neue Serie und beim nächsten Mal sind wir alle schlauer. Auf jeden Fall ist das mein aktueller Clan. Hab mir gedacht, so pushe ich sie und so pushen sie mich und so weiter und so fort. Wir starten mal durch und heute, erstmal spenden noch kurz. Und heute starten wir erstmal durch mit dem Riesenskelett. Habe ich mir noch kein Deck gebaut, aber wir sehen uns gleich. So, ich habe mein Deck zurechtgelegt und wir werden mal schauen, ob das überhaupt ankommt. Ich schau mal und schreibe natürlich wie immer rein YouTube, damit die Jungs Bescheid wissen. Und natürlich will ich jetzt mal sehen, ob ich zurück zur Steppe gelangen kann oder ob ich für immer Abtrünniger sein werde. Das heißt, die Serie hat so und so viel Parts, so und so viel Karten es gibt. Das heißt, es wird so viele Decks geben, Freunde. Es wird 51 Decks geben. Und wieder gegen John Cenas Papa. Grüße gehen raus an John Cena natürlich auch, an dein Kind. Und wir werden mal schauen, ob das Deck, das ich mich jetzt kurzfristig entschieden habe, Früchte tragen wird oder ob es scheiße ist. Man weiß es nicht. Vielleicht findet das Riesenskelett auch keinen Weg zurück zur Steppe, aber mal schauen, mal schauen. Bin gespannt, ob wir das schaffen können. Das ist wieder eine neue Serie und er hat den Funky. Fuck. Naja, Steppe der. Was? Steppenwolf heißt unser Clan. Alter, ich bin so blöd mit den Namen, das gibt's gar nicht. Komm ich eigentlich mit mir selber klar? Das geht gar nicht klar. Pascal, raff dich jetzt mal. Ohne Witz, irgendwann muss ich's jetzt mal lernen. Ernsthaft, da trifft hier eiskalt mein Ding. Ja, das müsste klar gehen. Wenn er explodiert. Ah nee, der explodiert da richtig schlecht. Sehr gut. Riesenskelett ist vielleicht ein guter Counter gegen den Funky. Haben wir jetzt rausgefunden, aber ich glaube, wir werden diesmal verlieren. Das Deck mit dem Riesenskelett ist gar nicht mal so gut. Ich wollte mal was anderes machen, denn es wird vielleicht auch zu Überschneidungen kommen mit den Decks, aber das denke ich jetzt mal nicht. Sollte auf jeden Fall nicht so sein, aber falls es so ist, dann lyncht mich bitte nicht und nagelt mich darauf nicht fest. Das ist natürlich alles nicht gewollt, wenn es so kommen sollte. Aber bei 51 Folgen, Jungs, da kann das gut passieren, dass ich mal eine Sache zu viel mache oder zu wenig. Versuche auch bei dieser Serie sehr viel unterschiedliche Variationen reinzubringen. Geht ja nicht anders. In 51 Decks vielleicht doch mal einmal das gleiche, aber das denke ich jetzt mal nicht. Und ja, es ist ja immer eine andere Karte dabei. Das heißt, es können gar nicht die gleichen Decks sein. Genau die gleichen werden es nie sein. Aber es kann natürlich mal vorkommen, dass ähnliche Decks drin sind. Das kann ich nicht garantieren, dass keine ähnliche Decks drin sein werden. Aber ich versuche es natürlich nicht zu bringen, dass komplett ähnliche Decks drin sind, dass ich einfach statt dem Riesenskelett ein Riesen nehme oder so. Das ist ja dumm. Ich versuche mir dann immer ein bisschen auszudenken und nochmal ein bisschen zu variieren. Statt der Hexe den Magier nehmen oder statt den Einzelskeletten die Wächter oder sowas in die Richtung. Aber das ist bei 51 Folgen natürlich auch nicht gerade wenig. Werden wir einfach mal sehen, wie wir das hinkriegen. Und ich denke, zusammen kriegen wir das locker hin. Und was mir jetzt gerade so auffällt, seit wann hat denn der Gift so einen neuen Rand? Das ist mir noch nie aufgefallen. Oder ist das erst seit dem Update so? Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich die erste Runde verlieren und werden leider als einsamer Wolf nach der ersten Folge dastehen.
Naja, schade. Ich will doch nur zurück zu meiner Sippe. Ist das so viel verlangt? Naja, passiert. Sind wir halt noch einsam und wenn wir 26 Mal gewonnen haben, gibt's dann eine Überraschung. Und wenn wir 26 Mal verloren haben, gibt's natürlich auch eine Überraschung. Dann könnt ihr euch auf ein saftiges Giveaway freuen, Freunde der Krankengymnastik. Denn das wird richtig episch, denn ich muss natürlich auch bestraft werden, wenn ich nichts reiß. Ist natürlich klar. Ansonsten die erste Folge, Rückkehr, so Steppe der Wölfe oder was weiß ich. Rückkehr des, nee, Wolf. Rückkehr des Wolfes zur Steppe. Nein, ich finde noch einen Namen, aber okay. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, zu einer weiteren Folge Clash Royale. Muss nicht, Rückkehr der Wölfe. Einsamer Wolf oder so. Ja, komm. Einsamer Wolf ist in Ordnung, aber okay. Wir schauen mal rein und wir sehen uns. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Din barul sunt prin țărână, cu țăranul clasic braț la braț sau de mână, trage buza peste dinți fraiere, cam avut pize ca aia, deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles, căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară, flocă pentru tine un sap pe verticală, mergi la sală ca un prost fără rost, un copos, nu știe că îmbrac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici, că te zbor din ești cinci.